Ja, moin. Was ist das denn? Hier liegt lauter Fleisch rum. Einfach so. Buffet ist eröffnet, Freunde. Oh, das war eine Falle. Das war eine Falle. Der wollte mich zum Buffet locken, um mich zu fressen. And now, on with the show. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Ründchen von Feeding Low Fish. Ich bin heute wieder im Sumpf unterwegs und nehme mir den Arowana zur Brust. Denn für den habe ich ja auch einen schönen Zombie-Skin freigeschaltet. Einst. Ja, und den möchte ich natürlich auch einmal vorstellen. Allgemein zu dem Fisch. Der hat für einen Sumpf gut Energie, macht aber ganz wenig Schaden. Aber ganz wenig Schaden. Er hat aber eine Fähigkeit, die das Ganze so ein bisschen aufwertet. Die hier. Die kennen wir ja, Divo. Wir können also 50% größer als normal, also 50% größere Fische als normal, hinterschlurpsen. Ja? Könnte das Ruder rumreißen. Ansonsten, von den Werten her, unterscheidet sich der Skin nicht vom normalen. Außer, dass ich eben noch ein Auge hatte, so ein Katzenauge, und jetzt habe ich kein Auge mehr. Ich kann mitleben. Ihr hoffentlich auch. So, lasst uns mal beginnen. So, da bin ich. Lass mal gucken. Ja, augenlos. Ich bin augenlos. Ich bin blind. Ich kann gar nichts sehen. Oh. Ich muss nur aufpassen, wo ich hinschwimme. Hier, die Kleinen, ja. Kann ich die im Ganzen fressen? Ich hoffe doch sehr. Ja, kann ich. Sehr schön. Darauf wird es nämlich ankommen, kleine Fische im Ganzen zu schlurpsen, hinter zu schlurpsen. Hier möchte ich nicht bleiben. Wir wissen, wer da ist. Wir wissen, wer in diesem Gebiet lauert. Aber hier gibt es auch gute Fische. Hier gibt es auch gute Fische. Das ist das Problem. Hier gibt es einen tödlichen Riesen. Aber auch leckere kleine Fischlein. So. Aber so richtig schnell wachsen tue ich nicht, ne? Ich brauche mehr zu fressen. Ja, immer noch Level 1, obwohl ich schon so viele von den kleinen Fischen gefressen habe. Und jetzt gibt es keine mehr, wie es scheint. Nein, halt, den gibt es noch. Muss nur aufpassen. Ich könnte mich ja mal... Halt. Jo, gut. Annähern. Nein, da hinten ist er. Ich habe ihn gesehen. Das Muskellunge. In den seinen Augen bin ich super lecker. Viel leckerer als die anderen kleinen Fische. Deswegen, nö. Gehen wir erstmal nicht hin. Gucken erstmal hier, ob hier noch irgendwo kleine Fische rumeiern. Notfalls fresse ich hier das ganze Kleinzeug. Ich könnte eigentlich auch die Krabbe attackieren. Ich habe so viel Energie. Ich müsste sie eigentlich platt machen können. Wir schauen mal. Mal sehen, wie viel du bringst, mein Freund. Du bist eigentlich ziemlich groß, muss ich sagen. Du bist ein bisschen sehr groß. Für so eine Sumpfkrabbe. Die sind doch sonst kleiner. Oh, und du machst auch gut Schaden auf Dauer. Wann stirbst du? Jetzt. Warte mal, ich zieh dich mal in die Höhle rein. Dass ja nicht irgendjemand glaubt, er könnte dich wegfressen. Du bist mein kleiner Schatz. Ah, und so lecker bist du. So. Komm. Oh, 60. 60 ist gut. Ich habe eigentlich meinen noch gar nicht so richtig angeguckt, ne? Momentan kann ich ihn aber nicht so richtig angucken. Er ist überall rot. Er ist überall zerfetzt von der blöden Krabbe. So, gibt es hier kleine Fischis? Ich brauche kleine Fischis. Kann ich den Raptor so fressen? Nein. Aber ich könnte ihn beißen. Ach, er haut ab. Ja, nochmal gebissen. Raptoren haben nicht so viel Energie, also. Nein, bleib doch hier, mein Freund. Lass dich fressen. Wehr dich doch nicht. Du bist Futter. Du bist Futter. Allein bist du schwach. Ein Raptor alleine ist nichts wert. So, da hinten ist der nächste Raptor, aber ich möchte den Goldfisch haben. Hey, oh, was ist denn? Wo ist der Goldfisch hin?
Da ist er. Da ist er. Zack, weg war er. Das ist der nächste Raptor. Komm, kleiner Raptor. Bist dran. Du bist dran. Wenn du nicht gerade deine Gang dabei hast, bist du nichts wert. Oh, zwei Raptoren. Das ist natürlich gefährlich. Clever girl. Ja, da machen sie nämlich so einen Quatsch hier. Aber ich habe zu viel Energie. Oh, außer... Da hinten kommt natürlich... Oh, oh. Ja, frisch du mal Snakehead, das ist kein Problem. Boah, bin zerlegt. Sag mal. Wenn du abhaust... Oh. Wenn du abhauen würdest, könnte ich mir das riesige Stück Fleisch gönnen. Das ist groß, das ist lecker, das ist meins. Und ich kann ja auch größere Stücken hinterschlucken. Deswegen, ich müsste es wahrscheinlich nicht mehr so klein machen. Genau. Dauert dann zwar noch immer 10 Sekunden, aber... Zack, hier, sieh dir das an. Sehr gut, Level 3. Zwei Schaden schon, ich bin beeindruckt. Oh, nein, 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 ich bin unbeeindruckt. Ich bin unbeeindruckt. Was machst du hier? Zombiefleisch ist giftig. Ach, Mist. Was machte der Typ da? Toll, jetzt habe ich das schöne Fleisch umsonst geklaut. Was machte der Typ da? Das ist unverschämt, dass der da einfach rumhuscht. Ah, das ist blöd gelaufen. Wirklich blöd gelaufen. Muss ich ja wieder mit kleinen Fischen anfangen. Der... Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Muskellunge nicht leiden kann? Der ist viel zu aggressiv. Und er bleibt nicht in seinem Revier. Den habe ich überall schon mal angetroffen. Der bleibt nicht so wirklich in seinem Revier. Aber wenn er jetzt da hinten lang schwimmt, da könnte ich doch eigentlich zu seinem Nest... Also zu seinem eigentlichen Revier... Mal nach den kleinen Fischis gucken. Es sei denn, er hat sie alle gefressen. Und so sieht das nämlich aus. Nö. Nö, 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 da unten war er. Ich habe ihn gesehen. Oh! Ja, schön gegen die Wand geschwommen. Das hast du ganz schlau gemacht, mein Freund. Er folgt mir. Der Blödmann folgt mir. Jo, jo, mach ihn platt. Mach ihn platt und lass es liegen. Nein, was tust du? Warum? Warum hast du es gefressen? Warum? Das war so gutes Fleisch. Aber habe ich das gerade richtig mitbekommen? Zweimal Muskellunge in einem Gebiet. Einmal hier und einmal da drüben. Oder war das was anderes, was ich da drüben gesehen habe? Das war auch Muskellunge. So, den habe ich. Das ist einer meiner Kumpels. Was war das da drüben? Ja, genau! Ach, Mann, der ist doch überall! Der ist doch überall! Das ist ja furchtbar mit dem. Der ist überall unterwegs. Hier mal gucken. Nicht, dass er hier rumeiert. Vor allem, der ist so schnell. Das größte Problem ist, der ist schnell. Der schnappt dich einfach so weg von der Straße. So, na, na. Er traut sich, glaube ich, nicht in solche Höhlensysteme so richtig rein. Sagt er und wird gefressen, aber viele kleine Viecher. Und warum kann ich den nicht im Ganzen fressen? Erklärt mal, warum kann ich die nicht im Ganzen fressen? Hallo? Ihr seid Beute. Aber hier sind viele Wasserflöhe und so. Hm. Zack. Zack.
Da! Den müsste ich doch fressen können. Hallo? Warum kann ich ihn nicht fressen? Den kann ich fressen. Ist der etwa schon zu groß? Oh nein, 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 alles meins. Alles meins. Wenn du so eine Kugel auskrebst, ist die meine. Gib die Kugel her. Mach's mir nicht so schwer. Gib die Kugel her. Ja. Ja, den hier kann ich. Wollte schon auftauchen. Pfui. Ich weiß nicht, ob ich dieser Gegend hier noch vertrauen kann. Oh, sehr schön. Sehr gut. Lauter kleine Fische. Das ist sehr schön. Ja, toll. Den kann ich wieder nicht fressen, oder was? Was ist mit dir falsch? Warum kann ich dich nicht fressen? Die Muskellunge wieder hier drüben. Wir illern mal rein. Ich sehe ihn zumindest nicht. Das ist gut, glaube ich. Das ist gut. Und dann kommt er von hinten und beißt mir einen Poppes. Weg war. Weg war der. Ach, die Situation mit Muskellunge, das ist schwer zu kontrollieren. Und ich kann auch nicht zu den Alis, weil die Alis schützen mich nicht. Die wollen mich auch fressen. Ey, du gehst mir so auf den Kranz. Du gehst mir so auf den Kranz mit deinen. Ich bin zu groß, um im Ganzen gefressen zu werden. Du wirst jetzt von mir getötet. Kannst du knicken, dass du hier noch wegkommst. Ja, du glaubst, du bist was Besonderes? Nö. Bist wie die anderen Fische. Futter. Das ist ein Karpfen. Oh. Den, da schnapp ich mir. Ach, das war vorhin so blöd. Dass der mich geschnappt hat, der Blödmann. Die haben echt viele Wasserflöhe. Das bedeutet vielleicht, die haben hier viele von diesen Kugeln ausgegraben. Weil jedes Mal, wenn du so eine Kugel ausgräbst, ich sag mal Goldfisch. Wir sind keine Freunde. Das ist ja schon klar. So, ich müsste dem Karpfen folgen. Der Karpfen führt mich zu den Kugeln. Führe mich zu den Dragon Balls, kleiner Karpfen. Nicht zu den Raptoren. Zu denen muss ich nicht. Ah, Goldi. Ach, dann lass es gut sein, Goldi. Nö, doch nicht. Ja. Nee. Du kommst nicht mehr weg. Du bist schwach. Ich muss nur aufpassen, dass niemand hinter mir ist und dich wegfrisst. Nein, du kommst nicht mehr weg. Du kommst nicht mehr weg. Gib doch einfach mal auf. Ich muss mich immer nach links und rechts umdrehen. Ja. Das Zombie-Tier, das frisst dich auf. Ja, war mir klar. Da kommen genau in dem Moment Raptoren vorbei. Aber sie haben meine Beute in Ruhe gelassen. Sie wussten, dass es meins ist. Hier traue ich mich nicht hin. Ich weiß, wer da hockt. Alis hocken da und Alis können mir auch sehr gefährlich werden. So viel Energie habe ich nicht, dass ich mich schon mit einem Ali anlegen könnte. Das richtig ekelhafte ja an Muskellunge ist, der lässt da nicht mehr los. Der hat sich ja verbissen, da hast du keine Ausdauer mehr. Das ist das richtig ekelhafte an dem. So. Wo wollen wir denn hin, mein Freund? Wo wollen wir denn hin? Wo wollen wir denn hin? Du bleibst mal schön hier. Mit dir kriege ich ein Level ab. Wenn ich wenigstens schon groß genug wäre, so einen Raptor im Ganzen zu fressen, dann würde ich schon mal zu den Raptorfischen gehen und mich mit denen anlegen. Da wäre dann in dem Gebiet dort nur noch, Snakehead, der mir noch gefährlich werden kann. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Weg war's.
Hau doch nicht ab, mein Freund. Lass dich fressen, wie jeder andere vernünftige Fisch auch. Ja. So, ich kann die Raptorfische im Ganzen fressen. Das ist sehr gut. Eine neue Futterquelle hat sich erschlossen. Bei den Raptorfischen ist ja zum Glück immer nur eigentlich Snakehead unterwegs. Außer jemand von den anderen kommt auch noch des Weges. Weg warst du. Die bringen nur so wenig. Warum ist das hier so laut? Weg warst du. So. Aber so eine Krabbe kann ich noch nicht im Ganzen, ne? Nö, aber die kann ich beißen. Ich habe jetzt so viel Energie, ich kann mich mal mit ihr anlegen. Locker flockig. Die wehrt sich nicht mal mehr. Die versucht nur noch wegzukommen. Die weiß, dass ich zu groß bin. So. Ziehe ich dich mit hier in den tieferen Bereich. In der Hoffnung, dass mich hier keiner entdeckt. So. Zack, zack. Hier, dreimal Fleisch. Sehr schön. Nö. Und den fresse ich auch. Musste nur warten, bis er ihn eingeholt hat. Irgendwas Großes ist hinter mir her. Ich weiß nicht, was es war. Vielleicht war es Snakehead, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas ist von unten gekommen und wollte mich snacken. Das hat mir gar nicht gefallen. Das ist ein Raptor. Ey, ich dachte, das ist ein Raptor. Der ist zu groß. Der ist zu groß zu fressen. Und ich bin zu blöd, ihn zu schnappen, wie es scheint. Nö. Nö, du wirst gefressen, mein Junge. Da kannst du nicht mehr fliehen. Kommt nur so weit. Das ist jetzt so ein blöder Raptor. Mir einfach entwischt. Ja, genau. Und die Krabbe greift sich einfach mein Raptor. Ich glaube, da war was hinter mir, ne? Ich gucke mich immer erstmal ein bisschen um, bevor ich zurückschwimme. Ich glaube, da war was Großes hinter mir. Die Musik hat so gesagt, Achtung, hau mal ab. Ja, guck mal, wie schnell der ist. Dieser kleine Frechdachs hier. Zack, weg warst du. 99 Energie. 2,4 Schaden. Nicht die Welt. Ganz ehrlich, ist das nicht die Welt. Ich könnte mal so einen Karpfen versuchen anzuknabbern. Oh. Ich nehme Schaden beim Zubeißen. Nee, du kommst mal mit in die Höhle rein. Du kommst mit in die Höhle rein. Ich brauche dich. Ich brauche dein süßes, leckeres Fleisch. Versuch nicht abzuhauen. Lass dich fressen. Ich brauche jetzt Karpfenfleisch. Sonst wachse ich nicht anständig. Na, komm schon. Bei den Raptorfischen hat das auch irgendwann geklappt. Und ich meine, 2,4 Schaden. Das dauert immer noch eine ganze Weile, bis man da mal so ein Vieh tot hat. Aber es geht. Es geht eigentlich. Und das ist nämlich ein schönes, großes Stück Fleisch. Ja. Sehr gut. Warum habt ihr immer irgendein Turbo noch drauf? Das ist ja furchtbar mit denen. Die haben immer noch ein Turbo. So, ich bräuchte denn eigentlich nochmal einen Karpfen. Da hinten ist einer.
2,9 Schaden. Sollte eigentlich schneller gehen als eben, ne? Ich nehme immer noch Schaden, aber was soll's. Und hier hinten, ich hoffe mal nicht, dass irgendeiner von den anderen die Blutspur sieht. Blut erkennst du hier wirklich immer sehr gut auf Ferne. Und das lockt sie an, die bösen. Die bösen anderen Fische! Hey, lass dich ja nicht fressen. Ja, Björn ist jetzt vorbei. So. Wenn ich erstmal die Größe hätte, wo ich so einen Kopf und ganzen schlürpse, da legt sich keiner mehr mit mir an. Ja. Knusper, knusper, Knäuschen. Ja, schön fressen. Ja, ach, das ist gut. Das ist sehr gut. Das war sehr gutes Fleisch. Da kommt der nächste. Nein! Wehr dich nicht. Ja, komm ruhig hier in den hinteren Bereich. Im hinteren Bereich, da sehen die anderen dich nicht so leicht, wenn du hier ausblutest. Schön knuspern lassen. Lass dich knuspern. Ey, der kleine Rote, der geht mir ja so gerade richtig auf den Kranz. Wie der mich umschwimmt, der will gefressen werden. Ja, siehst du? Hab ich dich gefressen. Hast jetzt davon. Eigentlich habe ich ihn gefressen in der Hoffnung, dass ich ein Level abbekomme und dass er mit dem Kopf schneller geht. Aber nur was soll's, das kriege ich ja gleich. So, komm schon. Kann ich das eigentlich im Ganzen? Nö. Aber das ist auch viel zu groß. So. Aber wenn ich langsam so eine Größe habe, wo ich dann Krabben im Ganzen fressen könnte, das wär's natürlich. 3-4 Schaden mache ich schon. Das ist nicht so übel. Ja, den habe ich gerade im Ganzen gefressen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dich knusper ich mal an. Versuch nicht zu fliehen, ja? Mach dich nicht lächerlich. Versuch nicht zu fliehen. Lass dich fressen. Lass dich fressen, okay? Ich mache auch 2-4 Schaden. Das dauert nicht so lange, bis ich dich getötet habe. 3000 Jahre später. Siehst du, jetzt ist er hin. Jetzt ist der dicke Brocken hin. Das ist wirklich eine fette Krabbe. Sind die immer so groß hier? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich meine, eine Sache ist mir aufgefallen. Das muss mit irgendeinem Update gemacht worden sein. Aber irgendwie senkt sich der Wasserspiegel hier nicht mehr ab. Na, der bleibt immer hier oben. War doch ein bisschen nervig, glaube ich. Haben sie gesagt, nö, machen wir nicht mehr. Aber hier, der Wasserstand geht nicht runter in dem Gebiet. Das haben sie abgeschafft. So, weg mit dem kleinen Goldfisch. So. Gucken wir einmal. 4-0 Schaden. Ich habe immer noch so ein bisschen Bedenken wegen Snakehead. Aber ich sehe nicht. Ich weiß nicht, ob die Alis sich mit mir anlegen. In meiner Größe. 140 Energie. Ist ja schon was. Kann man mit gut was mit anfangen. Also im Sumpf. Woanders ist man damit aufgeschmissen. Die dumme Krabbe, die rutscht hier einfach weg. Die ist aber auch nicht klein. Die sind wirklich sehr groß hier. In dem Gebiet, da wachsen die scheinbar schnell. Oder sie kommen schon groß auf die Welt. Ich weiß es nicht. So. Da ist noch ein Artverwandter. Der stellt keine Gefahr dar. Nochmal so ein dicker Kopf hier hinten. Nee, ne? Guck mal, meine Lieblingshöhle, ob da einer hockt. So. Gucken wir mal rein. Dicker Kopf anwesend? Nö, aber so eine kleine Krabbe hier. Die ich nicht im Ganzen hinterschlurpsen kann. Aus irgendeinem Grund. Skandalös, finde ich nicht so schön. Es sind immer in manchen Gebieten Tiere so verschwinden. Als gäbe es da irgendeinen Jäger, der die einfach alle auffrisst.
Ich frage mich, wer das ist. Ich gucke hier nochmal so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Gucke ich hier rein. Sag mal, würdest du den mal fressen? Danke. Ist ja peinlich. Wow, habt ihr den gesehen? Riesenmuskelunge. Das war Riesenmuskelunge. Aber er ist hier. Das bedeutet, er ist nicht bei seinem Nistplatz. Aber warum ist er so riesig? Der war einfach gigantisch. Kann ich mal gucken, ob hier ein Kopf rumhockt. Eine Muskelunge da hinten ist. Ich meine, je größer der wird, desto langsamer wird er auch. Was die Sache bei vielen Dingen leichter macht. Bei Muskellunge, der nicht mehr schnell ist, der ist auch keine so große Gefahr mehr. Ich fress einfach die ganzen Roten hier an ihrem Nistplatz auf. Sehr schön. Aber ich habe so die Befürchtung, dass ich direkt auf Muskellunge zusteuere, wenn ich hier lang schwimme. Also ein Riesenvieh wird nicht mehr hier in die Höhle reingehen, ne? Das ist nichts für den. Ah. Ah. Guck hier mal. Ich meine, in seinem Gebiet da hinten. Da sind ja eigentlich nur Piranhas und so unterwegs, ne? Das sind Artverwandte. Ja. Weg war der Piranha. Oh, vorne liegt Fleisch. Ich muss hier echt aufpassen. Wenn hier dieses Riesenvieh unterwegs ist. Und hier hinten in die Ecke wird er nicht gehen. Hier gibt's nichts. Dead End. Ja. Hier dürfte er eigentlich nicht unterwegs sein. Was ist denn los? Könntest du die Kleinen mal fressen? Danke. Da unten sind Karpfen. Und zwar ziemlich viele Karpfen. Viele Karpfen bedeuten viele leckere Proteine. Den gönne ich mir. Der Hoffnung, dass hier nicht Muskellunge des Weges kommt. Oh, sind hier viele Karpfen. Meine Güte. Hier kann ich mich satt fressen. Deswegen ist er bestimmt auch so gewachsen. Sag mal hier, Ali. Jetzt reicht's mir. Wir sind nicht mehr im Kindergarten. Habe ich dich jetzt getötet? Nee, du wehrst dich immer noch. Hier wehrt sich ihr der Ali. So. Gut, ich habe Ali kalt gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das schaffe. Der macht nämlich immer noch gut Schaden, aber ich habe ihn besiegt. Wegen der vielen Energie. Das ist wirklich sein Vorteil, ja. Der hat gut Energie. Siehst du schon, habe ich wieder über 100. Und die ganze Krabbe habe ich gefressen. So, jetzt gönne ich mir nochmal so einen Karpfen. Och, ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn ich Karpfen im Ganzen fressen kann. Also mit einem Ali kann ich mich anlegen. Nee, erstmal den einen fressen, bevor der den anderen frisst. Das ist ja unerhört, wie unersättlich mein Zombiefisch ist. Kann ich immer noch nicht im Ganzen fressen? Okay. Sag mal, hat mich hier gerade ein Karpfen attackiert? Ich glaube, es hackt mein Freund. Pass mal auf, was ich mit Karpfen mache, die mich attackieren. Die fresse ich auf. Erst zerkleinere ich sie und dann fresse ich sie auf. So. Oh, es geht wirklich viel schneller inzwischen. Aber was mich noch stört, ich kann dieses große Stück nicht fressen, obwohl ich diese tolle Fähigkeit habe. Ich dachte eigentlich, das geht viel schneller dann. So, es sind ja noch Karpfen unterwegs.
Ich bleibe hier unten, in der Hoffnung, dass Muskellunge hier nicht mehr reinkommt. Ich traue mich hier nicht hoch. Ich habe schon zu viel geschafft, als dass ich das jetzt riskieren würde. Oh, ein Karpfen. So, dicken Karpfen haben wir hier an der Angel. An der Schnauze. An der Fischschnauze. So. Gut. Ja, es stört wirklich noch, dass ich diese Riesenstücken noch nicht im Ganzen fressen kann. Aber das könnte sich schon bald erledigt haben. So, Piranha geschnappt. Tue ich mal hier unten lang. Jo, da sind Karpfen. Und ich mache 7 Schaden. Und das ist bei einem Karpfen nicht wenig. Der ist schnell hin. Siehst du? Schon ist er hin. Die anderen beiden müssen sich gar nicht so weit entfernen, ja? Ihr seid auch gleich fertig. Immer noch nicht im Ganzen. Sag mal, seit wann fressen denn hier Karpfen mein Futter weg? Ich glaube, es hackt. Was seid ihr denn für aggressive Fische geworden? Das gibt's nicht. Ah, ist ja furchtbar mit den Viechern. Immer noch nicht. Oh, doch. Sehr schön, sehr schön. Hat nur einen kurzen Moment gedauert, aber ja, ich habe das Karpfenfleisch im Ganzen gefressen. So, erstmal den kleinen Piranha und jetzt das Stück. Ja, es dauert einen Moment, der muss nachkauen. Warum die Musik? Ich husch mal durch die Höhle. Wenn die Musik kommt, habe ich immer die Befürchtung, dass hier was Großes ist. Guck nach oben. Ich husch wieder durch die Höhle. Sonst bin ich hier nie unterwegs. Oder ganz selten. Ganz selten bin ich hier unten unterwegs, weil ich immer das Gebiet eigentlich meide, weil ich weiß, hier ist Muskellunge sehr aktiv. Aber... naja. Ich sehe ihn nicht. Das ist gut so. Ist ein Karpfen drin? Nö, keiner. Schade. Muskellunge ist ja auch inzwischen so groß. Ich weiß, ich habe den Karpfen gerade ziehen lassen, aber ich wollte erstmal hier hinten was ausprobieren. Und zwar ein Karpfen hier ist. Und da ist ein Karpfen. Und ich mache 9 Schaden. Und das tut weh. Das tut richtig weh, du dicker kleiner Karpfen, du. Sehr gut. Karpfenfleisch. Was ist denn hier los? Fresst ihr den armen kleinen Frosch? Da fresse ich euch mit. Wie viel Schaden mache ich? 9, 6. Okay. Also mit Muskellunge never ever, aber so mit Snakehead oder Alice könnte ich mich doch inzwischen messen. Aber dass ich diese Karpfen noch nicht so fressen kann. Der geht an mir vorbei. Der geht an mir vorbei. Der hat kein Interesse an mir. Ich werde verrückt. Ich bin zu groß. Ich bin zu groß, er hat kein Interesse mehr an mir. Der weiß, dass ich mich wehren könnte. Und mit meiner Energie braucht er auch eine ganze Weile. Ich dachte schon, ich bin jetzt fällig. Okay, normaler Muskellunge lässt mich jetzt in Ruhe. Also ein kleiner. Der Riese von vorhin, der muss ja inzwischen tot sein. Oder es gibt ihn noch und es gibt wirklich immer 2 Muskellungen. Aber der normale, der ist an mir vorbei. Normalerweise hätte der mich geschnappt. Karpfen? 12 Schaden, Junge. Du hast keine Schnitte. Gib auf. Siehst du, schon ist er hin. Sag mal, hat mir gerade versucht, der Piranha ja meinen Karpfen wegzufressen? Ich glaube, es hackt. Ja. Jetzt bin ich auch mutiger. Jetzt, wo ich weiß, dass Muskellunge mich ignoriert. Oder zumindest nicht attackiert. Bin ich auch mutiger. Da gehört nämlich die ganze Karte jetzt mir. Außer da, wo Catfish lang schwimmt, da gehört sie mir überhaupt nicht. Aber naja, er kann ja nur an einem Ort immer sein. Solange ich dem ausweiche, der ist ja eigentlich nicht aggressiv. Na,
Wer knuspert denn hier? Wer knuspert denn hier? Ich habe da hier was knuspern hören. Ich habe hier gerade was knuspern hören, das könnt ihr mir nicht erzählen. Oh, bin ich jetzt froh, dass du mich Muskellungen in Ruhe lässt. Na ja, Karpfen hier? 14 Schaden? Tut weh, ha? Huh? So. Der zweite Karpfen, bitte. Sehr gut. Wehr dich nicht, Junge. Es hat keinen Sinn, sich zu wehren. So. Dann die nächste Karpfen, bitte. Oh, 16 Schaden. 16 Schaden, Junge. Junge, 16 Schaden. Es ist bestimmt bald soweit. Bald kann ich den ganzen fressen. Ich teste es mal. Nee, klappt noch nicht. Schade. Schade. Der neue Song. Schade. Aber ich zerlege die so schnell, dass es eigentlich wurscht ist. Ja, ich könnte hier draußen schon lang schwimmen. Aber ganz ehrlich, hier gibt es die leckeren Karpfen und die machen einen schnell groß. Relativ schnell groß. Ja, hier 19 Schaden. Ja, keine Schnitte mehr, der Karpfen. Leichte Beute. Ich könnte mich eigentlich mit Muskellunge anlegen und den mal attackieren. Wenn ich Bock drauf hätte. Hey Ali, was geht, mein Freund? Was geht? Nee, im Ganzen kann ich den noch nicht schaden. Ich hab's ausprobiert, es klappt noch nicht. Jo, Ali. Rache verfohlen. Ich weiß, du warst es nicht, aber... Naja, der andere ist schon hin. Also. Steht jetzt alle auf dem Speiseplan. Das ist eine dicke Krabbe. Na, du Krapfen, du? 19 Schaden. Tut weh, ha? Huh? Tut richtig weh. So, Level up. Aber jetzt wird es doch langsam mal Zeit für Karpfen im Ganzen fressen. Meine Güte, guck mal, wie groß ich bin, wie klein der Karpfen ist. Ja. Er ist weg. Ja, ich muss noch nachkauen, ist kein Problem. Hier sind so viele Karpfen. Das ist gut. Level 20. Muss ich nicht mehr so lange nachkauen, würde ich sagen. Ich fresse hier irgendwelche kleinen Viecher. Ich möchte den Karpfen fressen, nicht die kleinen Viecher. Hey, das ist so groß, wie es scheint. Was ist denn hier los? Ich stupse hier die ganze Zeit nur den Karpfen an. Warte mal. Wer haut sich denn hier so durchs Wasser? Wer macht denn hier so eine Action? Was ist denn los? Was machst denn du so einen Quatsch? Du unterbrichst meine Ruhe. Nee, die kann ich irgendwie nicht im Ganzen fressen. Die sind wahrscheinlich schon Level 2 oder so. Da klappt das schon nicht mehr. Ja. Ich hoffe, jetzt klappt das. Nein. Ich stupse sie nur an. Hey, doch, jetzt. Wollte schon sagen, es geht ja gar nicht klar. Nur Level 1 Karpfen fressen. Was soll denn das? Alle Karpfen sind meins. Tja, da ist der nächste Karpfen. Wegwacher. So, und jetzt beginnt das Wachstum. 29 Schaden. Ich könnte eigentlich auch Catfish angreifen. Der dreht sich so langsam. Er ist so riesig. Und dreht sich so langsam, als dass er ja mich erwischen könnte. Und ich bin, glaube ich, zu groß, als dass er mich im Ganzen hinterschlurpsen könnte. So. Was ist denn los, Karpfen? Was ist denn los? Warum kann ich dich nicht fressen? Doch, jetzt. Hä? Jäger? Nö. Hier ist kein Jäger. Hier sind nur Karpfen. Dicke, leckere Karpfen. Und es geht schneller. Es geht schneller. Er hat nicht mehr so lange nachgekaut. Hey, mach mal das Geräusch. Wow, wegen dir. Wegen dir, mein Freund. Du hast dich angeschlichen. Das war unfair. Geh ich mal zu den... Ja, moin. Was ist das denn? Hier liegt lauter Fleisch rum. Einfach so. Buffet ist eröffnet, Freunde.
Oh, das war eine Falle. It's a trap. Das war eine Falle. Der wollte mich zum Buffet locken, um mich zu fressen. Das ist ein gerissener Typ. Der hat Fleisch ausgelegt. Das ist der perfekte Jäger. Hier. Ich muss fliehen. Er jagt mich. Er weiß, dass ich ihm gefährlich werden könnte. Deswegen jagt er mich. Und dieses miese Alligator-Vieh hat gerade tatsächlich das Fleisch gefressen. Der hat den Moment ausgenutzt. Okay, Catfish legt Köder aus. Der ist schlau, der ist schlau. Der weiß, wie man es macht. Was denn? Schon wieder? War übrigens 48 Schaden. Eigentlich könnte ich dem Catfish mal zeigen, wer hier der wahre Jäger ist. Na, da wird nämlich der Jäger ganz schnell zum Gejagten. So schaut's aus, mein Freund. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist der Riesen-Ali. Der macht mir ein bisschen Sorge. Wenn der von hinten kommt, tut's weh. Ich habe auch noch keinen einzigen Snakehead gefressen. Fällt mir mal so nebenbei auf. Und ich bin unheimlich langsam. Okay, also. Plan. Catfish fressen und Riesen-Ali fressen. Was macht ihr denn hier? Ihr habt hier doch gar nichts zu suchen. Was machen denn Raptorfische hier hinten? Nö. So, ach Mensch. Und ist aber. Ja, ich weiß, es ist ein Spawnpoint-Killer. Das ist was ganz Mieses. Ganz miese Nummer. Aber die sind so lecker, die Karpfen. So. So, Level 27, 61 Schaden. Also ich würde jetzt wirklich mal Catfish aufsuchen. Oder Muskellunge erstmal fressen, wenn ich ihn finde. Hier liegt Fleisch rum. Wir lassen immer hier ganz leckeres Fleisch liegen. Okay. Also der Riesen-Ali ist der gefährlichste. Weil der schnappt zu. Ja, das lahme Vieh wird mal gefressen. So, blöde Krabbe ist weg. Das ist meine. Oh, doch, Artgenossen kann ich inzwischen fressen, sehr gut. Und das mit dem Fleischbuffet, das war eine ganz linke Nummer, mein Freund. Der ist hinter mir. Der, da ist er. Ich greife ihn von hinten an. Viel Schaden machen, bevor er die Möglichkeit hat. Er beißt sehr langsam zu. Er ist eher der Hinterschlurpser. Das könnte meine Chance sein. Ja, ja, ab ihn zerlegt. Mit seinem Fleisch werde ich wachsen, um Ali fertig zu machen. Oh, es dauert auch eine ganze Weile. Jo. Ja, was ist denn das hier? Warum greifen mich Kleinviecher an? Das ist ja unerhört. So, 82 Schaden. Wo ist der Riesen-Ali? Wo ist der Riesen-Ali? Darf mich nicht von hinten erwischen, das ist das Problem. Er darf mich nicht von hinten erwischen. Das ist ein normaler Ali? Den doch vorhin gesehen, der kann doch nicht tot sein. Der sich etwa mit Kaffee angelegt, Kaffee Griffin. Ist er hier unterwegs? Ist der Riesen-Ali tot? Ich meine, der Riesen-Muskellunge-Viech hier, der ist ja auch verschwunden. Und dem war wahrscheinlich das ganze Fleisch. Aber der Riesen-Ali, wer soll den attackieren? Höchstens im Gefecht mit hier, ach, hier, hi. Na, du Kleiner? Wo wollen wir denn hin?
Wo wollen wir denn hin? Muss gar nicht versuchen zu fliehen. Ich beiß dich, du bist weg. Siehst du? Muskelunge. So sieht's aus. Gucken nochmal. Also, er kann doch nicht verschwunden sein. Hat Catfish ihn getötet? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Weil der hatte schon so eine Größe, dass er eigentlich auch enorm Schaden machen müsste. Da ist die Krabbe. Oder er steckt irgendwo fest. Das ist ein Snakehead. Snakehead habe ich noch nicht gefressen. Würde ich mir aber gönnen. Lecker. Wie? Da ist hier unser Freund. Du machst nicht wirklich Schaden, ne? Merkst du? Ich mache viel mehr Schaden. Ja, versuch nur abzuhauen. Nach der Aktion jetzt kannst du knicken, dass das noch läuft. So. Zack. Vielleicht sollte ich auch mal Fleisch auslegen. Ah. Ja, nö. Er hat ihn geschnappt, ich habe ihn wiederum geschnappt. Hier sehe ich nur kleine Alis. Der war doch vorhin riesig. Das hier ist das Ali-Gebiet. Hier müsste er eigentlich sein. Ansonsten muss ich wirklich davon ausgehen, dass er tot ist. Dass er irgendwie gefressen wurde. Der war hier und hat sich das Fleisch gegönnt. Das kann nicht an der Kamera gelegen haben. Manchmal wirken die ja etwas größer, aber nein, der war groß. Größer als diese Krabbe hier. Die Folge ist jetzt schon viel zu lang, also... Ich gehe jetzt davon aus, er ist tot. Ich gehe jetzt einfach davon aus. So! Also. Zombiefisch. Ich habe ihn mir gar nicht so richtig angeguckt. Optikmäßig, ja gut, der Fisch ist allgemein nicht so meins. Ich weiß nicht. Ich finde andere Fische hübscher, aber hier mit diesen Rippen und so, die da rauslupen, hat was die Optik. Und ich habe inzwischen zwei Augen. Der Vorgänger hatte keine Augen, der hat zwei Augen. Gut, an dieser Stelle danke ich vielmals fürs Zuschauen, wünsche noch einen fantastischen Tag und verabschiede mich. Ciao. Ciao.